Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und heute geht es um Süchte und auch Süchte lösen. Vielleicht kennst du das, du hast Sehnsucht nach einer Person, du hast Sehnsucht nach einem Nahrungsmittel oder Sehnsucht nach Alkohol, Sehnsucht nach Erleichterung, also die Süchte. Was suchst du denn? Nach was sehnst du dich? Was hättest du denn gerne? All diese Aspekte, die wir kompensieren, vielleicht auf ganz gesundheitsschädliche Wege sogar, werden wir uns heute mal anschauen und werden mal schauen, ob wir da wirklich einen Weg finden können, dass wir vielleicht unsere Energie bei uns halten, also dass du bei dir bleibst in deiner Energie und diese Suchtthemen, Süchte auch lösen kannst. Also das schauen wir uns heute an. Ich wünsche dir eine schöne Reise und eine schöne Meditation. Schließ einfach mal deine Augen bitte und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und in der heutigen Reise geht es vor allem einmal um Verständnis, um dich selbst zu verstehen. Und erlaube dir einfach mal in diese Energie des Verständnisses einzutauchen. Das Verständnis dir selbst gegenüber. Und egal, was du für Themen hast energetisch, welche Süchte du hast, wir beginnen mit Verständnis. Ich verstehe, dass ich ein Suchtverhalten habe. Und überleg dir einfach mal, wohin hast du ein Suchtverhalten? Nach was suchst du? Und das eine ist mal so das körperliche Suchtverhalten nach Bewegung, nach einem Nahrungsmittel, nach Drogen, nach Zucker. Das wäre so die körperliche Ebene. Die emotionale Ebene. Nach Liebe, die Sehnsucht nach Verständnis, die Suche nach körperlicher Nähe, aber auch die Suche nach Gesundheit, nach Gesundwerdung. Und auf einer seelischen Ebene vielleicht die Suche nach etwas Göttlichem, nach Spiritualität. Und du erlaubst dir jetzt mal alle diese Ebenen, Körper, Geist, Seele, einfach einmal so vor dich hin zu projizieren, Körper, Geist, Seele. Und du suchst dir einfach mal aus, zu welchem Anteil du heute eher hintendierst. Eher zum Körper, eher so zur Emotion oder zum Seelischen hin. Die Sucht nach Erkenntnis ist dann natürlich auch so eine Suche. Also schau einfach mal, Körper, Geist, Seele, wo möchtest du heute arbeiten? Körper, Geist oder Seele? Und du entscheidest jetzt einen dieser Aspekte für dich. Und nun beginnen wir mal mit der Bearbeitung der Süchte. Und egal, um welche Sucht es sich handelt, egal, was du dir da jetzt auch vorstellst, wir werden jetzt erst einmal die Energie Sucht lösen erzeugen. Du wirst jetzt mal die Energie Sucht lösen erzeugen. Und was ist das für eine Frequenz? Das ist die Frequenz Zufriedenheit, Frieden. Nicht Suche, sondern Frieden, Zufriedenheit. Ich bitte also um inneren Frieden, egal auf welcher Ebene. Ich bitte um inneren Frieden. Ich bitte um inneren Frieden. Und jetzt erlaube dir mal wahrzunehmen, wie weißes Licht dich durchströmt. Und dieses weiße Licht fließt bei deinem Solarplexus in deinem Rücken ein, also auf Höhe des Magens, aber von hinten in dich ein.
und reinigt mal dein Energiefeld, dein Umfeld. Ich bitte um inneren Frieden, um Frieden in mir selbst. Und diese weiße Energie dehnt sich jetzt über deinen Bauchraum, in dein Becken hinein aus, dieses weiße Licht fließt in deine Hüfte, deine Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße rein und entfernt sämtliche Anspannungen, sämtliche Ängste, sämtlichen Stress. Dieses weiße Licht fließt jetzt einfach durch dich hindurch und einfach ganz entspannt ab. Und du bittest nochmal um inneren Frieden, um innere Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit dehnt sich jetzt auch aus, über deine Wirbelsäule rauf, in deinem Brustraum fließt jetzt diese weiße Energie, reinigt dort Stress, Anspannungen, alte Verletzungen, Unruhe aus zwischenmenschlichen Beziehungen, emotionale Unruhe. All das wird jetzt gereinigt. Die weiße Energie fließt in deine Schultern, in deine Arme, Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, Hände. Da fließt jetzt diese Energie hinein. Und du spürst jetzt auch die Klarheit, die Kraft, die in dieser Zufriedenheit, in diesem Frieden ruht. Und erlaubst auch dieser weißen Energie, dass sie sich über deinen Kopfraum ausdehnt und dass auch dort Frieden, Zufriedenheit sich manifestiert. Alle unruhigen Gedanken, alle Süchte, auch die Sucht zu denken, die Sucht zu überdenken, die Sucht des Perfektionismus, all das transformiert sich jetzt bei dir. Und du spürst nun, dass auch in deinem Kopfbereich die Zentren in deinem Gehirn gereinigt werden, die für die Sucht verantwortlich sind. Also die Zentren, du musst die gar nicht benennen. Stell dir einfach mal vor, es gibt Suchtzentren in deinem Kopf und die werden jetzt gereinigt und mit Zufriedenheit geflutet. Vielleicht ein Belohnungssystem, das aus der Bahn geworfen wurde. Vielleicht ein System der Lebenslust, der Lebensfreude, das sich erschöpft hat. Vielleicht wurdest du durch Manipulationsenergien in eine Sucht getrieben. Emotionale Manipulationen, Marketing. Du spürst jetzt, wie sich dein Kopfbereich reinigt und auch Frieden und Zufriedenheit sich ausdehnt und all deine Anspannungen, angespannten Gedanken sich verflüchtigen. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und erlaubst jetzt diese Energie des Friedens und der Zufriedenheit auch durch deine Haut hindurch
in dein Energiefeld zu fließen. Schicht für Schicht reinigt sich dein Energiefeld und erweitert sich, wird heller, klarer, weiter. Und du spürst nun, wie dieser Freiraum, diese Freiheit, diese Zufriedenheit sich ausdehnt. Alles, was dich emotional bedrückt hat, wo du vielleicht auf der Suche nach Frieden oder Ausgleich bist, löst sich. Alles, wo du körperlich vielleicht das Gefühl hast, dass du in einer Abhängigkeit, in einer Suche warst, da macht sich jetzt Frieden und Zufriedenheit breit. Und du spürst vor allem, dass sich auf der Ebene deines Nabelchakras, deines inneren Kindes, da auch nochmal Frieden und Zufriedenheit manifestiert, Verständnis und Liebe. Und du erlaubst dir nochmal Verständnis für dich selber aufzubringen. Ich verstehe mich. Ich bin für mich da. Ich verstehe mich. Ich bin für mich da. Also ich verstehe mich. Ich bin für mich da. Und die nächste Ebene ist, ich verstehe mich. Und ich liebe mich. Ich verstehe mich. Und ich liebe mich. Es ist schön, dass ich da bin. Es ist schön, dass ich da bin. Ich liebe mich und es ist schön, dass ich da bin. Ich liebe mich und es ist schön, dass ich da bin. Ich liebe mich und es ist schön, dass ich da bin. Atme dieses Bewusstsein mal tief ein und wieder aus und spür mal, wie dich diese Klarheit und Zentriertheit, die von dieser Eigenliebe auch ausgeht, dich einfach nochmal ausreinigt, wo sämtliche Sentimentalität von dir abfließt. Und du spürst, dass du klarer und kraftvoller wirst. Dass sich sämtliche Sentimentalitäten und Befindlichkeiten einfach lösen. Dass du absolut klar und kraftvoll in deiner Mitte sein kannst. Und voller Klarheit und Stabilität. In deine Zufriedenheit eintauchen kannst. Ich tauche voller Klarheit und Stabilität in meine Zufriedenheit ein. Und in diesem Augenblick der Reinigung und des Friedens erkennst du, dass sämtliche Suchen enden, sämtliche Süchte hinter dir liegen. Und du erlaubst jetzt einen bewussten Schritt aus all deinen Suchtthemen, egal was du dir angeschaut hast, ein bewusster Schritt raus aus den Suchtthemen und all diese Suchtthemen bleiben jetzt mit dem nächsten Schritt, den du machst, hinter dir. Also auch der zweite Schritt bewusst raus aus den Suchtthemen und dann dürfen sich diese Suchtthemen transformieren. Und du spürst, dass du freier wirst, dass du klarer wirst und auch, dass sich Energie in dir erdet und sammelt, dass du wirklich mit diesen Themen, diesen Süchten ein Stück weit abgeschlossen hast, dass du da draußen bist und du gehst jetzt einen neuen Weg,
Einfach mal entlang, bis du ihn gewohnter bist, bis du etwas vertrauter bist. Und dann gehst du eben weiter diesen Weg, spürst, wie du leichter wirst und spürst auch, wie Freude in dir aufsteigt. Und diese Freude fußt jetzt eben auf dieser Zufriedenheit. Und aus dieser Freude kommt bedingungslose Liebe. Und aus dieser Liebe kommt das Gefühl, absolut verbunden zu sein. Und du bist jetzt in diesem Augenblick mit allem, was ist, verbunden. Ein Herzschlag, eine Kraft, eine Identität, ein tiefes Heimkommen. Und du bist absolut in deiner Mitte. Atme tief ein und wieder aus. Und spür mal diese Energie der Einheit. Spür mal, wie deine kleinen Zweifel und Sorgen in sich zusammengefallen sind und du wieder nach Hause gekommen bist, in deinen tiefen Frieden, in deine Mitte, in das Verbundensein mit allem, was ist. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, diese Energie jetzt nochmal fließen zu lassen, zu erden und absolut in deine Kraft zu gehen. Spüre, wie der Stress von dir abgeflossen ist, wie du ganz bei dir bist und wie du deine Süchte schon ganz weit hinter dir gelassen hast. Du hast den Gedanken und du spürst, dass du frei bist und du freust dich. Du bedankst dich bei der geistigen Welt für die Hilfe und Unterstützung. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus und streckst dich durch, bewegst deinen Körper, bewegst deine Arme und Beine und kommst dann genau in deinem Tempo, in dein Bewusstsein zu diesem Ort, zu dieser Zeit zurück, von wo aus du gestartet bist. Und spürst einfach wirklich, was du hinter dir gelassen hast. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen? Ich freue mich natürlich auf deine Erfahrungen. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir ein Abo da, einen Daumen hoch, teil das Video. Und ich freue mich natürlich immer auch, wenn ich jemanden in der Community mal so live kennenlernen kann, bei mir in Linz oder per Zoom, bei einer Beratung, ob es astrologisch oder energetisch. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn wir uns hier wiedersehen. Alles Gute. Bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Reni. Tschüss.